Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Heute geht es mal um das ganze Thema Power Stancing. Ich wurde in den Kommentaren auch darauf aufmerksam gemacht, wieso ich denn immer ein Schild trage und nie versuche mal Dual Wielding eine Waffe zu machen oder beziehungsweise eine Waffenart. Und ich habe mir gedacht, das gucken wir uns heute mal an, ob das vielleicht was für mich ist und vielleicht auch was für euch. Dafür habe ich ein paar Waffen mitgebracht. Erstmal die Waffe, die ihr aus dem letzten Video kennt, die, ich will euch zu viel verraten, die Fäulnis-Großaxt. Beide natürlich auf plus 25. Und eine davon, ihr seht schon unten, verzaubert mit Eis. Und jetzt schauen wir uns mal an, was sie können. Ich habe schon ein Fazit, ein leichtes. Und ich habe auch schon Favoriten. Aber einfach damit ihr seht, wie gut die Waffen sind, schauen wir uns mal alle an. Also vorne ist Großaxt, die haut schon gut rein, ne? 1000 Schaden mit einer Attacke ist schon nicht schlecht, sagen wir ehrlich, ne? Schaue ich mir das Ganze mal mit denen hier an. Mit dem Plünder-Krummschwert. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt, das ist doch, also das kann da nichts werden. Beide auf plus 25, keine Asche oder so drauf. Nur in Anführungsstrichen 45 Blutverlust. Und jetzt schaut euch mal an, was die machen. Okay. Ist nicht so schlecht, ne? Egal, zeige ich euch nochmal die nächsten. Die, wie heißt die nochmal? Beil des Bestienmenschen. Da zeige ich euch gleich eine Farmroute, wer wissen will, wie er die bekommt. Aber macht euch auf keine schöne Farmroute gefasst. Die machen gar keinen Spaß zu farmen. Aber die schauen wir uns auch noch einmal an. Hauen auch gut Schaden raus. Da gibt's, ich finde aber, im Gegensatz zu den Curved Swords von gerade, die brauchen so lange zum Angreifen. Löwenkralle brauche ich euch ja nicht mehr zeigen, die kennt ihr ja schon, die haut immer viel Schaden raus. Also ich muss echt sagen, bisher meine Favoriten sind hier diese Katanas, weil die wirklich vier Angriffe auf einmal hintereinander rausballern. Ich habe auch ein bisschen dazu gegoogelt und die große oder die Meinung der Mehrheit ist, dass Curved Swords am besten sind, weil die hier halt vier Attacken raushauen und so schnell angreifen und so schnell die Vergiftung, die Blutung auslösen. Schaut euch das mal an. Man greift halt so schnell damit an und löst so schnell die Blutung aus. Das ist schon extrem krass und die wiegen halt auch nur 3,5, ne? Die wiegen halt nix. Wie wär's denn mal Power Stancing gegen den Drachen? Aua. Komm her. Aua. Man muss halt gut ausweichen können dafür, was ich halt echt gar nicht kann. Bin halt einfach kein guter Spieler. Deswegen spiele ich auch eigentlich immer gern mit einem Schwert, mit einem Schild. Aber das war der Drache. Ich spiele übrigens in NG plus 3, falls jemand sich wundert. Schauen wir mal, was ich da noch gegen mache. Ich merke schon, gegen Drachen ist das wieder nicht so ganz stark. Ja, schon unter Half-Life. Hoho, da war die Blutung 2K. Das war der Drache.
Also ich muss sagen, so langsam finde ich Gefallen an diesem Power Stance-Ding. Ich war nie so ein Freund davon, weil ich werde auch oft getroffen. Ich bin nicht so gut in diesem Ausweichen. Ich bin halt eher so der Tank. Hier ist doch noch ein Drache, ich höre den. Da! Nächster Drache, komm her. Und das kostet natürlich auch viel Mana. Diese Ausweichen immer. Bin auch nicht so der Konditionssparer. Aber der dritte Drache wird schon besser, ne? Wie oft wurde ich getroffen einmal? Wird immer besser. Ach ja, ich habe ja noch gar nicht den Riesendrachen hier gelegt. Was geht? Hier ist noch. Oh, hier sind noch zwei Drachen. Schalte es gegen zwei? Ja, mit der Mimik. Komm. Drauf da. Oh, einer schon tot. Jetzt macht der eine große. Kann der große was? Aua. Oh, das war aber guter Schaden. Der hat rote Augen. Ich glaube, das heißt, er ist stärker, oder? Aber nicht stärker als ich. Da ist doch noch einer. Nächster, komm. Komm ran hier. Aber ich muss sagen, so langsam habe ich Spaß dran. Einfach über den Schwanz gesprungen. Ich bin einfach ein Top-Player. Und der nächste droht. Komm, nächster. Da ist noch einer. Nächster Drache. Ich kann mal ein bisschen Mana gebrauchen, also Kondition. Oh, nächster tot. Noch einer? Ich höre doch noch einen. Hier läuft doch noch einer rum. Da ist noch einer. Let's go. Auch tot. Da hinten ist noch einer. Ey, wieso sind hier so viele Drachen? Ich wusste, dass hier Drachen sind, aber so viele? Nächster Drache. Aber ich wollte gerade ausweichen. Out. Da vorne ist noch einer. Den hole ich mir auch. Hä? 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 Was passiert? Oh nein! Der große Drache ist gestorben. Okay, aber so langsam kriege ich echt Spaß an diesem Power Stance-Ding. Muss ich echt sagen. So, jetzt habe ich ja versprochen, zeige ich euch noch, wo ihr diese schöne Waffe herbekommt. Power Stancen mit der ist nicht so mein Ding, aber da hat ja jeder einen anderen Geschmack. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Aber ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wo ihr die überhaupt herbekommt. Die gibt es nur in Farum Azula. Dafür müsst ihr am besten Drachentempel Aufzuggnade haben. Von da aus könnt ihr nämlich immer zwei Stück farmen. Und am besten nehmt ihr euch richtig schön viele Federfüße mit, weil ich. Also, es hat echt lange gedauert, bis ich zwei hatte. Also, einer mag vielleicht nicht so lang dauern, aber zwei dauern übel lang. Einer. Also, die Droprate liegt bei 2% bei einer 100er. Also bei der Standardentdeckung
Ich hatte die ganze Zeit 200 und mit dem Fuß, dem Item, weiß ich nicht, wie viel man da noch mehr bekommt. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, wo ihr lang müsst, ne? Ups. Also von der Gnade habt ihr gerade gesehen, müsst ihr den Aufzug runternehmen, dann hier rechts, dann wieder hier rechts, dann hier hoch. Hier hoch. Und hier vorne ist der erste. Dann den Hund könnt ihr einfach lassen. Der ist egal. Springt ihr hier direkt runter. Und da vorne ist schon der zweite. Wobei der hat mir keins fallen gelassen. Nur der oben hat mir beide fallen gelassen. Ich weiß gar nicht, ob der hier wirklich eins fallen lässt. Aber der trägt die Waffe, also müsste eigentlich. Und so könnt ihr die Waffe farmen. Und wer wissen will, wo es das Plünderschwert gibt, was ich jetzt gerade die ganze Zeit benutzt habe. Was ich auch jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr benutzen werde, weil das finde ich ganz geil. Das findet ihr. Hier. Ich laufe einmal mit euch dahin, damit ihr genau seht, wo das ist, weil das ist nicht versteckt, das ist dann direkt offensichtlich. Ihr kriegt aber nur eins pro Durchgang. Das heißt, diese Waffe könnt ihr nicht Power Stancen im ersten Durchgang. Das geht erst im NG Plus. Das ist also kein Drop von irgendeinem Gegner, sondern das Item liegt da einfach rum. Ich will euch aber auf jeden Fall einmal zeigen, wo es ganz genau liegt. Ich habe das eben schon eingesammelt. Ich hatte zum Glück schon eins, deswegen habe ich ja zwei. Na super. Jetzt sind wir hier rüber. Da kommt nämlich ein Gegner, den könnten wir eigentlich direkt mal versuchen zu powerstancen. Und dann liegt das Item, ist nicht das hier, sondern das liegt dann hier hinter. Hier liegt das. Und den Gegner, da meinte ich. Aua. Oh, 4000, wo kam der Schaden denn her? Ja, gut. Ey, dieses Power Sense macht mir echt Laune, das hätte ich nicht gedacht. Also, das Plünderkrummschwert, das liegt dann hier. Und dann lasst mir gerne eure Meinung da. Ich denke mal, da gibt es tausend verschiedene Ansätze zum Powerstancen, was ihr so benutzt. Benutzt ihr eher Großwaffen oder benutzt ihr zum Beispiel die Magma-Klinge, die ich euch mal gezeigt habe? Die ist natürlich auch ziemlich geil zu Powerstancen. Die macht aber leider keinen Blutungsschaden. Aber damit könntet ihr halt Feuerschaden machen. Wer wissen will, wo er die Magma-Klinge herbekommt, hier oben mal das Video anklicken. Oder seid ihr eher so der Typ, hier so eine riesen große Fäulnisaxt, die ich euch gezeigt habe. Die ist natürlich geil. Aber die macht halt langsam, ne? Ist schon relativ langsam. Noch eine Kleinigkeit, wann ihr eine Waffe Powerstance könnt. Ihr seht ja die nötigen Attribute, steht da gerade 3010. Damit ihr beide gleichzeitig benutzen könnt, braucht ihr 1,5 mal so viel. Das heißt 45 Stärke und 15 Geschick. Wenn ihr das Plünder-Großschwert nehmt, das Plünder-Krummschwert, braucht ihr 21 Geschicklichkeit und wahrscheinlich 13, 14 Stärke. Und ja, dann lasst mal gerne eure Meinung, wie gesagt, da, was ihr gerne benutzt oder was ihr mir vorschlagen würdet. Blasphemische Klinge habe ich auch überlegt, wäre vielleicht auch ganz cool. Auch wieder Feuerdamage. Naja, gibt es bestimmt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.